Ja, Leute, in diesem Video möchte ich euch die App Mein Geheimordner Pro zeigen. Wie der Name schon sagt, Geheimordner Pro. Das ist ein Ordner, oder er sieht zumindest aus wie ein Ordner, wo ihr Sachen drin verstecken könnt und die geheim bleiben. Hier seht ihr das Icon. Es sieht aus wie ein ganz normaler Ordner hier, zum Beispiel der hier ist ein Ordner. Aber wenn ich das hier öffne, seht ihr, es ist eine App. Hier wird gefragt dann nach dem Passcode. Den könnt ihr einstellen beim ersten Start der App. In meinem Fall habe ich jetzt einfach mal 4x die 0 genommen. Und was man nicht sieht, sobald ihr die App öffnet, wird ein Foto bei der Frontkamera gemacht, damit ihr gleich seht, wer versucht hat, da irgendwelche Daten von euch zu sehen. Das Bild könnt ihr dann unter Einstellungen hier oben und Wer war anschauen. In meinem Fall sieht man dann da mich. Finde ich sehr cool. Ihr seht auch hier, was für eine Zahlenkombination er eingegeben hat, falls ihr irgendeine falsche eingegeben hat. Und wenn wir hier schon mal in den Einstellungen sind, hier könnt ihr einstellen, ob ihr Passwort überhaupt haben wollt oder nicht. Kennwort, also das Passwort könnt ihr ändern. Und ihr könnt einstellen, ob ihr eine Diashow haben wollt, ob es wiederholt werden soll und wie viele Sekunden ein Bild da sein soll. Mehr gibt's hier nicht. Kleine Randnotiz, das App ist schlecht übersetzt auf Deutsch. Mich persönlich stört's nicht. Wenn's euch stört, kann man nicht ändern. Aber was könnt ihr jetzt mit dem App hier machen? Ihr seht, ihr habt hier Alben, es ist leer, nichts drin. Ihr habt hier ein Fotosymbol, Plus-Symbol, und ein Ordner-Plus-Symbol. Wenn wir hier drauf klicken, können wir einen neuen Ordner machen. Nenne ich jetzt mal Test. Wähle den roten Ordner aus. Dann sehen wir, wir haben hier einen roten Ordner. Nehme ich noch einen. Nenne es geheim. Lass es blau. Habe ich hier schon mal zwei Ordner. Ich kann neben den Ordner auch noch Bilder einfügen. In meinem Fall kommt hier eine Fehlermeldung, da ihr der App die Ortungsdienste erlauben müsst. In meinem Fall habe ich es nicht so gemacht, deswegen kann ich keine Bilder hinzufügen. Zumindest nicht aus der Fotos-App, aber aus der Kamera natürlich. Ich kann Fotos machen, die kann ich dann da einfügen. Die habe ich dann hier. Wenn ich hier oben auf dieses Bearbeiten-Menü gehe, kann ich das Foto auswählen. Dann habe ich die Option Löschen, Bewegen oder Ausfuhr. Da kann ich es dann ins Fotos-App kopieren oder per E-Mail verschicken. In meinem Fall will ich es jetzt bewegen. Wähle den Testordner aus. Klicke auf Bewegen und das Bild ist in den Testordner gerutscht. Und da kann ich es jetzt anschauen. Wenn ich in den Geheimordner gehe, kann ich jetzt noch ein Foto machen. In dem Fall von der Frontkamera. Und habt dann das Bild hier unter Geheim. Also ihr könnt die Fotos aus eurer Fotos-App hier reinfügen, von denen, die ihr nicht herzeigen wollt oder die keiner sehen soll. Ihr könnt die Fotos auch aus dem Fotos-App löschen, kein Problem, die bleiben in dem App drin. Ihr könnt die Fotos dann auch wieder zurück ins Fotos-App kopieren, falls ihr sie aus Versehen gelöscht habt im Fotos-App, aber sie trotzdem hier habt. Das ist auch kein Problem. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Ihr könnt da eure Fotos drin speichern, die keiner sehen soll. Ihr könnt in der App Fotos machen, die keiner sehen soll. Und ihr seht auch, falls jemand versucht, das App zu öffnen. Es wird nämlich erstens Foto gemacht, wie erwähnt. Und es wird angezeigt, wie oft derjenige versucht hat, den Code einzugeben. Wie gesagt, wenn ihr die Ortungsdienste aktiviert, könnt ihr eigene Fotos aus der Kamera-App oder Fotos-App hinzufügen. Was dann auch möglich ist, wenn einer einen falschen Code eingibt, wird auch auf einer Karte angezeigt, wo das Ganze war. Finde ich wirklich sehr cool. Wenn ein Freund das iPhone hat, das App öffnet, den Code nicht weiß, falsch eingibt und ihr das iPhone dann wieder habt, seht ihr erstens ein Bild von ihm, wie lustig er aussieht, wenn er sieht, dass der Code falsch ist. Ihr seht, was für einen Code ihr eingegeben habt
und ihr seht, wo das Ganze war. Also, ich kann das App euch nur empfehlen, falls ihr Sachen habt auf eurem iPhone, die ihr für euch behalten wollt. Das App ist nur mit dem iPhone kompatibel. Es gibt noch keine iPad-App. Ob noch eine kommt, weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall, App kostet 79 Cent. Link ist in der Beschreibung. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir noch in die Kommentare, wie ihr das App findet. Gebt einen Daumen hoch, würde mir sehr helfen. Folgt mir auf Twitter und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao! Hast du mein letztes Video verpasst? Kein Problem. Klicke jetzt hier auf das Video, um es dir anzuschauen.